Also die Ausstellung Götter des Olymp aus der Dresdner Skulpturensammlung zeigt 45 Hauptwerke aus unserem Bestand. Das sind größtenteils Marmorskulpturen aus der römischen Kaiserzeit, ergänzt um einige griechische Gefäße und Kleinfiguren aus Ton und Bronze. Dargestellt sind die olympischen Götter. Die olympischen Götter sind uns heute einerseits fremd, andererseits aber doch vertraut. Zumindest ihre Namen und ihre Attribute sind uns noch geläufig. Doch wir assoziieren meistens was ganz anderes damit. Ne? Also wenn wir Hermes eben hören, dann denken wir viel eher an unsere letzte Online-Bestellung als an den Götterboten und den Gott der Diebe, der Kaufleute, der Händler, den Geleiter der Toten in die Unterwelt. Und mit Demeter verbinden wir viel eher den ältesten Bioverband in Deutschland als die griechische Göttin der fruchtbaren Erde und des Ackerbaus. Bei Thalia fällt uns zunächst diese große Buchhandelskette ein und nicht so sehr die Muse der Komödie. Die olympischen Götter, das sind im Prinzip die Geschwister und Kinder des großen Göttervaters Zeus. Das sind meist 12 an der Zahl, aber die Zusammensetzung kann ein bisschen variieren. In den Schriftquellen ist es häufig Hestia, die Göttin des Herdfeuers, die dazu gezählt wird und eine Schwester des Zeus. Die wird aber kaum bildlich dargestellt. Währenddessen der Weingott Dionysos, der Gott des Rausches und der Ekstase, den Zeus mit der sterblichen Königstochter Semele gezeugt hat, so oft wie kaum ein anderer Gott bildlich dargestellt wird. Und die 5 Geschwister des Zeus, das sind eben Poseidon, Hera, mit der er auch verheiratet gewesen ist, Demeter, die Göttin des Ackerbaus, Hestia, die Göttin des Herdfeuers und dann die Kinder Apollon und Artemis, die Zwillinge, Aphrodite, die Göttin der Liebe und Schönheit, Hephaistos, den Gott der Handwerker, der Schmiedekunst, Ares, den Kriegsgott. Also die Götter damals waren immer präsent. Von klein auf sind die mit diesen Mythen und mit diesen Erzählungen groß geworden. Man kannte die Geschichten in- und auswendig. Man feierte alljährlich zu den großen Festen, ehrte man die Götter und huldigte ihnen. Und vor allen Dingen waren die Bilder der Götter allgegenwärtig. Die waren auf Gegenständen des Alltags. Das fängt an mit den Münzen. Das ist ja heute noch so. Auf der 1-Euro-Münze ist die Eule der Athena, auf der griechischen 2-Euro-Münze ist die Sage von Europa, der Königstochter, die Zeus in Form eines Stiers entführt hat, noch zu sehen. Auf Gefäßen, die man alltäglich benutzt hat, waren Götterbilder, auf Textilien bis hin zu den großen öffentlichen Bauten, die geschmückt waren mit Götterbildern. Vor allem aber waren es die Statuen, die überall präsent gewesen sind. Ne? Jetzt muss man sich noch vorstellen, dass die damals alle farbig gefasst waren, dass das wie so ein großes, buntes, lebendiges Getümmel gewesen ist auf den öffentlichen Plätzen, in den Heiligtümern, im Tempel, bei den Griechen, dass die Götter quasi immer anwesend gewesen sind.